Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne mein Zwischengequatsche dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Mario? Nee. Nein, weil ich habe hier so eine, ich rufe sie wegen der Handelskonto an, was sie jetzt erstellt haben. Halt, da steht Mario Karp. Ja. Karp, oh. Nicht Mario. Ja, genau. Haben sie das gemacht? Was denn? Diese Konto, Handelskonto. Was denn für ein Handelskonto? Was denn für ein Handelskonto? Ja, unter Name Mario Karp. Auf der Webseite Kryptos. Bitcoin Trader. Aha. Ja. Da habe ich ihre Nummer gefunden, also da sehe ich ihre Nummer, E-Mail und der Name, unter dem sie angemeldet haben. Sie haben da eine Nummer gefunden? Nein, bekommen. Sie gefunden also, oder bekommen? Bekommen. Aha. Und von wem haben sie bekommen? Von der Webseite, wo sie sich angemeldet haben. Also hat die Webseite bei Ihnen angerufen und die Nummer durchgegeben? Ja, das geht an, also ich bin halt Account Manager und ich helfe Menschen wie Ihnen, einen Account zu aktivieren, Handelskonto, ja. Ja, was muss man da aktivieren? Ja, wissen Sie überhaupt, was ein Handelskonto ist und was um warum es geht? Nö. Also ich kann auch Ihnen gerne erklären, was wir genau machen. Dann warte ich genau auf, Sie mal was erklären. Okay, gut. Also... Das ist halt eine Investitionsplattform. Heißt, da können Sie Aktien kaufen und verkaufen. Und damit machen Sie ein gutes Geld. Zu heutigen Tagen ist das ganz optimales Moment, um das zu machen. Muss ich Ihnen sagen. Ja? Können Sie sich noch erinnern, an welche Webseite Sie das gemacht haben? Nö, aber ich warte immer noch auf die Erklärung, die Sie geben wollten. Das war doch jetzt keine Erklärung. Habe ich schon gerade gesagt. Ich bin traurig. Wenn das jetzt die gesamte Erklärung war, dann weiß ich jetzt trotzdem nicht, was Sie von mir wollen. Also, dann haben Sie es schlecht erklärt. Oh, da haben Sie mich scheiße gehört. So, fangen wir mal von neu an. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ich bin Ihr Account Manager. Ja? Und ich rufe Sie an, weil Sie einen Versuch haben, an ein Konto zu erstellen. Hallo? Ja, ich weiß immer noch nicht, was Sie von mir möchten. Ich will Ihnen helfen, Konto zu aktivieren. Was denn für ein Konto? Handelskonto. Ja, und was macht das Konto? Was habe ich davon? Davon haben Sie Geld. Sie verdienen auf dann. Also ich aktiviere dann ein Konto bei Ihnen und dann kriege ich einfach so Geld. Nein. Da müssen Sie traden, da müssen Sie halt investieren. Das ist ein Investitionskonto. Wissen Sie, was Investition ist? Was Investition ist, weiß ich. Wer bitte? Ja, was Investition ist, weiß ich. Das ist gut. Und Sie haben sich bei Crypto Bitcoin Trader angemeldet, ja? Mhm. Sie haben versucht, ein Konto zu erstellen. Wann habe ich das denn gemacht? So vor 4 Tagen. Am 3.11. Okay. Um 15.49 Uhr sogar. Mhm. Ja. Und ich will dabei helfen, halt das Konto zu aktivieren. Da braucht man also Hilfe bei. Also wenn ich bei der Sparkasse ein Konto eröffne, dann kommt da ja auch keiner und bietet mir Hilfe an. Leider ist es keine Sparkasse. Leider ist es etwas, wo man meisten Menschen Hilfe brauchen. Vor allem, wenn sie dann halt Mindestbeitrag einzahlen müssen. Ich muss gar nichts einzahlen. Das halt, ja, sie muss nichts zahlen, aber das ist halt das, womit sie dann starten kann. Halt, das ist das Geld, was sie dann auf ihre eigene Konto überweist. Was gebe ich halt ihnen, sie zahlen eigentlich wirklich nichts, aber halt, das ist das Geld, womit sie dann Trading anfangen können. Ja, das ist dann, das gehört ihnen, sie können einfach jeden Moment rausnehmen, auf ihr anderes Konto, aber die Sachen liegt es dann auf Ihr Handelskonto. Ist eigentlich wie zweites Konto, sagen wir so. Dieses Handelskonto ist wie zweites Konto. Womit Sie dann halt aber die Aktien kaufen können. Was Sie mit Ihrer normalen Karte nicht machen können.
Ja, dann schicken Sie mir alle Unterlagen per Post zu, dann gucke ich mir das an. Das kann ich Ihnen auch machen, aber bis dahin könnte ich Ihnen auch so per telefonisch auch erzählen, was wir schon auch für Angebote für unsere Mitglieder haben. Heißt, was Sie bekommen, wenn Sie halt Ihr Konto aktivieren. So, das können Sie ja erklären und danach dann alles per Post schicken. Das kann ich Ihnen auch per Post schicken, klar, ja. Das ist kein Problem. Aber ich erkläre Ihnen kurz, was Sie schon so bekommen. Und zwar ein Finanzanalytiker. Wissen Sie vielleicht, wer das ist? Oder haben Sie dann auch davon gehört? Ich kenne den nicht. Woher soll ich denn den kennen? Gut, vielleicht irgendwo im Internet gelesen. Gott, was wäre. Weil manche Menschen wissen, ich erzähle Ihnen, das ist ein halt Mensch, was für Sie arbeitet, was auf dem Markt ist. Ja, der guckt den Markt die ganze Zeit an und sagt Ihnen, wann Sie am besten investieren sollen, was Sie kaufen sollen. Und er macht für Sie einen Plan, ja, wie Sie die halt vorgehen können. Und die Menschen haben schon eine große Erfahrung daran. Also wir haben Menschen, die 8 Jahre, sogar auch mehr als 8 Jahre auf dem Markt sitzen. Aha. Ja. Also das ist ein wirklich cooler und wichtiger Mensch, sagen wir so. Ein cooler Angebot. Dann kommt der Roboter oder der Bot. Sie können es so nennen, wie Sie wollen, wie es Ihnen am besten ist. Und zwar, der macht eigentlich fast dasselbe wie Finanzanalytiker. Der schaut den Markt an. Also der macht, was Sie denn angeben. Heißt, und der guckt ihn die ganze Zeit an, also 24x7. Und der, was er noch kann, der kann für Sie halt die Aktien verkaufen. Heißt, wenn Sie ihm sagen, okay, meine Aktien sind um 5%, also wenn meine Aktien um 5% oder um 2% oder was Sie da einstellen, runterfallen, der Bot soll das verkaufen, damit Sie kein Geld verlieren. Und dann macht er das auch für Sie. Heißt, wenn Sie schlafen und die Aktien mal runtergehen, verkauft er für Sie. Mhm. Ja. Auch cool. Und natürlich auch die ganze Bildungsprogramme. Also damit Sie auch ein bisschen Ahnung bekommen und nicht selber googeln müssen, wie das alles funktioniert, haben wir alles für Sie schon gemacht. Das ist dann halt Podcast, Videos und so, Bücher, was Sie so lesen können. Und verstehen, wie das alles funktioniert, wie man da so am besten vorgeht. Aha. Ja. Arbeiten Sie? Darf ich mal fragen, ob Sie arbeiten? Das spielt ja, glaube ich, nichts zur Rolle. Wie bitte? Ich sage, das spielt ja nichts zur Rolle. Ich habe Sie schlecht verstanden. Ich sage, das spielt ja nichts zur Rolle. Was heißt das? Es geht kein was an. Das brauchen wir aber für Ihr Portfolio, für Finanzanalytiker. Was bekommen Sie aber für mein Portfolio nicht? Wie bitte? Sowas bekommen Sie von mir nicht. Das ist Datenschutz. Wir müssen nicht genau wissen, als was Sie arbeiten. Zumindest, wir müssen wissen, dass Sie arbeitsbedingt sind. Wozu brauchen Sie das? Für Finanzanalytiker, damit er dann auch weiß, damit er auch weiß, wie er so einen Plan macht. Der soll wissen, wie der mit Ihnen dann umgeht. Ja, aber dazu braucht er seinen Job nicht wissen. Das machen wir für unsere Portfolio. Weil Menschen, die halt nicht arbeiten, ist das dann schwer, mit denen zu arbeiten. Ja, das ist dann wirklich schwer. Hat damit nichts zu tun. Ich kann auch trotzdem ein Konto haben. Ja, aber das muss dann sein, zumindest Gehalt haben, der mehr als 1000 Euro ist. Das ist ja blöd. Oder Sie haben... Ich zahle ja nicht bei Ihnen monatlich 1000 Euro ein. Das kommt ja nicht in Frage. Nein, das ist verständlich. Aber wenn Sie zum Beispiel irgendwann mal mehr investieren wollen, ja? Ja, aber da braucht das der trotzdem nicht. Dann investiere ich einfach mehr. Dazu braucht er doch meinen Job nicht wissen. Macht doch gar keinen Sinn. Das war total unlogisch. Eigentlich schon. Nee. Sie müssen einfach nur sagen, ob Sie arbeiten oder nicht. Das muss ich Ihnen eigentlich überhaupt nicht sagen. Mache ich auch nicht. Sage ich Ihnen auch nicht. Also... Gibt Sie ja nichts an. Und Sie wollen auch nicht sagen, ob Sie mehr als 1000 Euro verdienen oder nicht. Ja, das geht Sie überhaupt nichts an, was ich monatlich verdiene.
Das geht überhaupt niemanden was an und das spielt da auch nicht aber zur Rolle. Aber das ist auch für sie dann einfach und das für sie auch besser. Na, was macht's denn da genau das besser? Die Information, die Information geht auch nicht weiter an irgendwelche anderen Firma oder ja, sonst irgendeinen anderen Menschen. Ich habe gefragt, was ist denn dadurch besser, wenn sie meinen Job wissen? Dann müssen sie aber eine Begründung nennen und das können sie ja nicht. Einfach nur zu sagen, damit macht's dann besser? Nee, macht's nicht. Das macht ja überhaupt nichts besser. Das ist ja einfach nur dummes Geschwätz. Wenn wir wissen, als was sie arbeiten, dann können wir für sie eine bessere Strategie machen. Ja, und was hat das damit auch zu tun? Was können sie denn dadurch genau besser machen, wenn sie wissen, was ich arbeite? Da können wir eine gute Prognose machen und gucken, welche Markt für sie am besten passt. Was dann für sie einfacher wäre zu verstehen und was dann für sie einfacher wäre zu handeln. Das hat ja mit dem Job nichts zu tun. Das hat ja mit dem Job überhaupt nichts zu tun. Das macht gar keinen Sinn, was Sie da erzählen. Das ist ja komplett sinnfrei. Eigentlich nicht. Also. Schicken Sie mir jetzt die Unterlagen zu oder nicht? Haben Sie denn da die Adresse an? Welche Straße schicken Sie Ihnen das? Das kann ich Ihnen alles schicken. Ja, und an welche Straße aber haben Sie denn die Adresse da? Das werden Sie alles in Unterlagen bekommen. Ja, und an welche Adresse schicken Sie die Unterlagen? Ein mario.kart@gmx.net. Nee, das ist ja nicht meine Adresse. Meine Adresse ist die Braunschweigerstraße 77. Ich meinte von E-Mail. Ja, davon haben wir aber nie gesprochen. Ich habe gesagt, ich möchte das per Post haben. Habe ich Ihnen vor 10 Minuten gesagt. Ach, ich dachte per E-Mail, also Post-E-Mail ist eigentlich. Ja, wenn ich sage per Post, dann meine ich damit nicht per E-Mail. Dann kann man das auch nicht aus Versehen gedacht haben, dass ich damit E-Mail meine, wenn ich sage Post. Okay. Dann also Sie wirken nicht besonders schlau. Also, dann bekommen Sie es per Post. Das ist alles gut. Ja, haben Sie denn die Adresse da eingetragen? Ja. Welche Straße haben Sie denn da? Mario Kart. Das ist nicht die Straße, das ist mein Name. Nein. Oh, das tut mir leid, ich habe wieder falsch verstanden. Ist das schlecht, oh nein. Können Sie mir vielleicht die nochmal sagen? Ja, die Braunschweigerstraße 77. Mhm. Habe ich auch geschrieben. Gut, dann bekommen Sie die Unterlagen auch hier. Ja, und in welche Stadt schicken Sie das? Also Sie wirken nicht besonders intelligent, muss ich ja nochmal wiederholen. Irgendwas stimmt da mit Ihnen nicht. Okay, welche Stadt? Also Sie scheinen ja da völlig fehl am Platz zu sein. Welche Stadt denn? Ich dachte, Sie scheinen da völlig fehl am Platz zu sein. Das ist gut, aber ich habe Sie auch gefragt, welche Stadt? Ja, das ist Berlin, die 12055. Okay, gut. Bekommen Sie es in Berlin. Alles klar. Das ist höchst seriös. Okay, tschüss. Jupp. Ja, guten Abend, Herr Kart. Felix Graf am Telefon von der Firma Targo Swiss. Grüß Gott. Mhm. Komme ich gerade ungelegen, Herr Kart? Sie sind doch gar nicht da. Sie haben ja angerufen. Ich werde mich auf jeden Fall kurz fassen. Mario Kart sind Sie auf jeden Fall, oder? Mhm. Wunderbar. Herr Kart, Sie haben sich neulich bei unserer Internet-Webseite, bei der Crypto-Ad oder Bitcoin24 da registriert. Ich gehe mal davon aus, Sie sind über die Höhle der Löwen da gekommen, richtig? Kann sein. Okay. Also ich bin hier in der Leitung, damit ich Ihre Registrierung vervollständige und die erste Kapitalisierung für Sie mache. Bevor wir dazu kommen, wollte ich Sie mal nur kurz fragen, was hat Sie dazu gebracht, sich bei uns da registrieren? Ist es eine Werbung oder eine Empfehlung von jemandem? Weder noch. Okay. Also sozusagen eine reine Neugier, nehme ich mal an, oder? Nö. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Sie die Bedingungen auf jeden Fall dort gelesen haben. Mhm. Gut, schauen Sie, die Rede ist hier von einer Probewoche bezüglich der Handelsplattform, wo Sie die Möglichkeit haben von und die Wahl von über 1700 Werten, egal wo Sie investieren möchten, also ob in Rohstoffe, Gold, Aktien, Kryptowährungen oder physisches Gold oder Devisen, alles, was Ihnen selber an Herzen liegt. Die Rede ist von einer Probewoche, wo Sie uns testen, wo Sie sehen, wie das alles funktioniert. Für die Probewoche müssen Sie einfach nur hier Handelskonto kapitalisieren mit einer Mindestsumme von 250 Euro. Also diese 250 Euro sind kein Investment, Sie kaufen damit nichts. Die dienen einfach nur dazu, damit Sie hier Konto kapitalisieren. Sie kriegen von uns mit
50 Euro Bonus, Willkommensgutschein mit diesen 250 Euro zusammen. Und Sie werden in der Probewoche mit einem von unseren erfahrenen Fachexperten, mit unserem Berater, nur mit diesen 50 Euro arbeiten und handeln. Danach, wenn Sie entscheiden, nach der Probewoche, ob Sie weiter in der Zukunft mit uns arbeiten wollen oder nicht, falls Sie Ihre Meinung ändern und nicht mehr weiter mit uns arbeiten möchten, dann können Sie jederzeit kostenfrei und ohne irgendwelche Verpflichtungen und Folgen austreten und Ihr Geld einfach zurück auszahlen von Konto A nach Konto B. So, ich wollte Sie mal kurz fragen, Sie haben bei uns auf jeden Fall die Wahl, die Überweisung zu machen über die Kreditkarte oder über die Bankverbindung. Was ist für Sie am liebsten? Weiß ich nicht. Also was ist Ihnen auf jeden Fall leichter? Ja, Sie machen ja bestimmt Online-Banking, oder? Sowas habe ich, ja. Sowas haben Sie, ja. Okay. Mhm. Dann schlage ich Ihnen mal auf jeden Fall vor, dass Sie auf die sicherste Art und Weise gehen, dass wir über die Bankverbindung das gehen. Theoretisch sind das beide also sichere Quellen, aber wo es Ihnen auf jeden Fall leichter ist, machen wir es auf jeden Fall das so. Ich nehme mal an, über Banküberweisung, das ist Ihnen auf jeden Fall nicht Neuland, oder, Herr Kart? Nee. Gut, dann werden wir es auf jeden Fall auch so machen. Sagen Sie mir die E-Mail-Adresse, wo die hier steht, mario.kart@gmx.net. Ist das auf jeden Fall korrekt? Ja. Okay, bei mir steht das alles, dass Mario Kart groß geschrieben ist und GMX auch und net. Das ist, nehme ich mal an, ein Schreibfehler. Oder ist es wirklich so? Ist bei E-Mail-Adresse egal, ob groß oder klein. Naja, mehr oder weniger. Normalerweise ist es bei der E-Mail, dass alles auf jeden Fall klein geschrieben sein sollte. Ja, deswegen frage ich ja auf Nummer sicher natürlich. Aber ich habe sie auf jeden Fall hier gefunden. Also Mario, großgeschrieben, .card, großgeschrieben, richtig. Und GMX auch großgeschrieben. Ja, ist ja wie gesagt egal, ob groß oder klein. Gut. Kommt ja trotzdem an. Ich werde Ihnen auf... Okay, dann gehen Sie mal kurz auf Ihren Postfach, auf Ihre Mail. Da habe ich Ihnen eine Mail geschickt, dass Sie mal gucken, ob sie da ist. Hm? Sie sollten das auf jeden Fall von den Graf Felix kriegen, das bin natürlich ich. Ich soll jetzt E-Mail gucken. Genau, gehen Sie auf Ihren Postfach, weil ich habe Ihnen eine Mail gesendet. Warum? Damit Sie sehen, ob sie da ist. Wozu? Ich habe Ihnen gerade eben gesagt, Herr Kart, damit wir also, wie gesagt, Ihr Konto kapitalisieren. Ich schicke Ihnen die Bankverbindung. Na, wollen Sie nicht erstmal was über Ihre Firma erzählen? Um Himmels Willen, Sie haben sich das registriert, das haben Sie alles gesehen. Viel gab es ja nicht zu sehen. Gut, sind Sie gerade online? Ich habe Internet, ja. Gut, gehen Sie auf Google. Ich zeige Ihnen unsere Firma. Aber wieso auf Google? Haben Damit Sie keine Sie die Webseite von unserer Firma gehen. Damit ich Ihnen die Webseite zeige. Tja, dazu muss ich ja nicht auf Google gehen. Da können Sie mir doch die Domain einfach sagen. Schauen Sie, dafür bin ich nicht verpflichtet. Dafür ist nur der IT-Experte verpflichtet. Ich bin einfach nur ein Kundenbetreuer. Ich kann Ihnen auf jeden Fall unsere Bankdaten zeigen oder ich kann Ihnen auf jeden Fall auch die Infos von unserer Firma schicken per E-Mail. Für das bin ich verpflichtet. Aber da sind ja Ihre Tätigkeitsfelder sehr eingeschränkt. Herr Kart, falls Sie es nicht bemerkt haben, ich bin Ihretwegen hier in der Leitung, weil Sie sich selber da registriert haben. Ich bin hier nur in der Leitung, damit ich hier Registrierung vervollständige und das und die erste Kapitalisierung mache. Falls Sie da nicht mitmachen wollen, sagen Sie Bescheid, damit ich nicht unnötig meine Zeit verliere. Ja, das habe ich verstanden. Also, wie verbleiben wir jetzt? Weiß ich nicht. Ich hatte ja gedacht, dass Sie mir die Domain sagen, aber dass Sie da einen Spezialisten für brauchen. Um eine Domain zu buchstabieren. Was für ein Domain? Nur von Ihrer Webseite. Um Himmels Willen, gehen Sie einfach auf Google, ich zeige Ihnen die Webseite. Ich bin kein Computerfreak, Entschuldigung. Da haben Sie keine Internetadresse. www.targosys.com, um Himmels Willen. Moment. Mache ich mir erstmal einen Browser auf. So, www und dann? Targosys.com. T-A. T wie Theodor, A wie Anton, R wie Richard, G wie Gustav, O wie Otto, dann Swiss mit zwei S am Ende. Das ist eine schweizerische Firma. Und dann? Punkt? Punkt com. Com. Genau, ganz einfach. Mit so einem komischen Dreieck? Genau, richtig, mit dem komischen Dreieck. Genau, das ist das Logo und im Hintergrund sehen Sie auf jeden Fall... Ein Bild von einem Löwen und einem Stier sozusagen. Es ist, nehme ich mal an, auch bei Ihnen alles auf Englisch, oder? Mhm. Gut. Sie sind da auf Rechner, Laptop oder auf Smartphone auf unsere Webseite gekommen? Auf dem Telekommunikationsendgerät. Gut, dann haben Sie oben eine Option DE, da klicken Sie einfach drin, dann haben Sie alles auf Deutsch. Ja, erstmal aufs Bürgermenü klicken und dann auf DE.
Okay, machen Sie es, wie Sie es am besten denken, dass es am leichtesten ist. Was bedeutet denn das rote Dreieck in Ihrem Logo? Einfach unser Logo. Keine Sorge, wir sind keine Illuminaten. Falls Sie jetzt über Verschwörungstheorien denken. Ja, dieses T in der Mitte wirkt also, sehr präsent. Nein, nein. T wie Targus ist um Himmels Willen. Schauen Sie, unsere Firma existiert seit 1986. Also mich können Sie das auf jeden Fall nicht fragen, weswegen jemand so ein so etwas gesetzt hat. Mhm. Also ist ja logisch, dass da ein T-Buchstabe... Also wenn es... Schauen Sie, also die Pyramide symbolisiert, dass wir immer nur oben gehen, also nach oben gehen, sozusagen. Ja, man kann tief runterfallen, ja, und wenn man da unten schauen ist, Sie, dann kriegt man halt nur noch die Scheiße. Also, schauen Sie, naja, das wird auf jeden Fall nicht so sein. Ich nehme mal an, Sie hatten ja schon Erfahrungen an der Börse gehabt, oder? Nö. Haben Sie noch nie mit Aktien, mit Fonds, mit Kryptowährungen etwas gemacht oder mit der Hausbank oder mit einem Broker, Berater? Ich habe mal ein bisschen bei Binance mit CFDs rumgespielt. Bei Binance, okay. Wie waren Ihre Erfahrungen? Gut, schlecht oder mittelmäßig? Naja, also erstmal habe ich mit ein paar Euro, ich glaube mit 5 Euro gleich 50 Euro verdient. Und okay. Dann war die Kohle weg. Und dann hatte ich meinen Spaß und dann habe ich mir gedacht, nee, da lässt du mal die Profis mitspielen. Also da habe ich mich ja so mal nur für interessiert und nur mal angemacht und auch mal ein bisschen rumgeklickt. Sie haben das alles selber gemacht damals? Ja, ja, habe ich mich so ein bisschen durchgeschlingelt, ja, hat mich mal so interessiert, weil ich fand das immer ganz cool mit den vielen Bildschirmen. Anscheinend ist der Kurs drastisch gefallen. Ja, anscheinend ist der Kurs drastisch gefallen und Sie haben auf jeden Fall in Minus dann, Null gehabt dann. Nee, na, ich habe so mit... Na, ich habe so YouTube-Strategien probiert, aber so halbwegs seriöse Sachen, ne? Und... Naja, aber ich auf halt YouTube-Strategie ne? kann man auf jeden Fall gute Informationen haben, aber dort sich also einzulassen, lohnt sich nicht. Dafür sind auf jeden Fall die Experten da, um sie auf jeden Fall... Ja, aber ich wollte ja mal gucken, wie das so ist und ob das stimmt. Und dann hat naja, Neugier ist Neugier, okay. Neugierde, ne? Also, das, also ich mir war natürlich, schon bewusst, natürlich. Dass ich da die Kohle verbrate, die ich darin stecke, ne? Aber... Ja, ich habe gerade eine Erhaltserhöhung, habe ich gedacht, kannst du mal gut. kurz mal, das kann man ja, mal interessant, wie Sie das alles sagen. Sie sind ein gebranntes Kind und wie man schön sagt, ein gebranntes Kind kann man gut mit Feuer umgehen. Da geben Sie mir recht, oder? Die bunten Katzen, die fallen mir. Auf jeden Fall. Also, deswegen werden Sie auf jeden Fall sehen, dass wir, also wie gesagt, alles qualitativ machen. Dass bei uns an erster Stelle der Kunde sind, weil schauen Sie, wir sind keine Broker, da, hier geht es nicht um eine Broker-Kunde-Beziehung, sondern hier geht es um eine Geschäftspartner-Beziehung, weil schauen Sie, wollen Sie auf jeden Fall als einen gleichberechtigten Partner haben. Deswegen machen wir diese Probewoche, damit Sie sehen, wie das funktioniert. Danach entscheiden Sie, ob Sie mit uns weiter in der Zukunft arbeiten wollen oder nicht. Sie sehen, wir haben über 1700 Märkte, agieren in über 33 Ländern und über 32 Währungen haben Sie hier zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, entweder alleine hier zu handeln, damit meine ich mit einem Roboter, mit einer künstlichen Intelligenz, der 24 Stunden für Sie arbeitet, Handelssignale empfängt und kauft und verkauft verschiedene Werte für Sie, egal ob fallende oder steigende Kurse es sind, auf jeden Fall. Sie können hier auch fallende und steigende Kurse setzen. Gut, da Sie Zeit hatten, auf unserer Webseite da zu kommen, nehme ich mal an, können Sie auf jeden Fall auch auf Ihre Mail gehen, damit Sie sehen, dass die Mail angetroffen ist. Ach ja, da war ja was mit einer E-Mail. Ne, die habe ich auf dem Computer. Gehen Sie mal auf Ihre Mail, damit Sie nur, Sie können sich auf jeden Fall auch dort also einloggen und kurz auf Ihre E-Mail gehen. Oder haben Sie da ein Smartphone dabei, sich? Ja, Telekommunikations-Endgerät, bevor du gehst. Gut. Okay, dann gehen Sie dort auf einfach auf Ihre E-Mail, tragen Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein und dann sind Sie sofort auf Ihrer Mail drin. Ja, das ist Postfach, halt so, wenn man da sicher verrammelt hat, ne, mit so 250 Zeichen im Passwort, das kann sich natürlich keiner merken, ja. Das ist jetzt ungünstig gerade. Ja, das dauert nur eine Minute, paar Sekunden. Weil schauen Sie, ich habe Ihnen die Bankverbindung geschickt, damit Sie also die Überweisung machen. Schaffen Sie es heute noch, die Überweisung zu machen? Ich brauche Sie also bis 18 Uhr da, also in einer Stunde. Da Sie Online-Banking schon gemacht haben, wissen Sie selber, dass man für Online-Banking nicht länger als 2-3 Minuten braucht. Nee, ich denke, eine Stunde sitze ich jetzt hier nicht. Entschuldigung? Was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Habe ich vergessen. Sie haben es gleich vergessen, was Sie gesagt haben. Hm?
Machen wir Folgendes. Also, Sie wollen mich nämlich mal an auf den Arm nehmen, ne? Wieso? Ich hab Sie doch in der Hand. Okay, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleiben Sie mir gesund. Hä? Das und auf Wiedersehen. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Gustav Gott? Ja. Ich heiße Mia. Wie geht es Ihnen erstmal? Geht es Ihnen gut? Ja. Es freut mich. Ich heiße Mia, wie ich habe gesagt. Ich melde mich von der Firma Forex Time, weil Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Es geht hier über Online-Trading und ich werde ein paar Informationen erstmal geben. Aha. Okay. Ich bin Ihre Kontomanagerin und werde Sie da helfen, um das Konto zu aktivieren. Aber erstmal sage ich Ihnen die Informationen und danach Sie können da selber entscheiden. Okay? Aha. Okay, Herr Gott. Ja. Bei uns können Sie verschiedene Märkte einsteigen, wie Kryptowährung, Forex, Rohstoffen, Aktien, Indizien, Öl, Gas und so weiter. Wir sind eine lizenzierte Unternehmer mit 12 Jahren internationaler Arbeit. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten zu arbeiten. Er hat 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Ihnen es wird die Arbeit einfach machen. Als neuer Kunde bei uns bekommen Sie natürlich auch einen kleinen Bonus als Unterstützung. Sie können Ihren Account aktivieren ab 250 Euro, das kleinste Betrag. Falls Sie mit 500 Euro einsteigen, dann kriegen Sie von unserer Seite 200 Euro Bonus und Sie starten Ihren Account mit 700 Euro Bonus. Das ist eine Option, die Sie profitieren können, aber das entscheiden Sie sich selber. Wir haben gemeinsam Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch die Kommissionen, nicht von Ihrem Geld oder Profit. Wir gewinnen ungefähr 3-5%, deswegen funktioniert dieses Geschäft schon lange Zeit. Wir wollen mit dem Kunden langfristig handeln, dann liegt unser Interesse. Sagen Sie mir, wie finden Sie das? Finden Sie das gut? Aha. Ja, ja oder nein? Mögen Sie auch Schnitzel? Wie bitte? Mögen Sie auch Tomaten? Ja, möge ich. Kannst du mir geben? Ja. Okay. Haben Sie in der Garten? Was? Haben Sie Tomaten in der Garten? Habe ich nicht verstanden. Wo kriegen Sie diese Tomaten? Wo kriegen Sie? Was denn? Was haben Sie zu mir gesagt? Was meinen Sie? Haben Sie mir gesagt, mögen Sie Tomaten, oder? Nee. Ja, warum lügen Sie jetzt? Herr Gustav. Ja? Wie alt sind Sie? Was? Wie alt sind Sie? Was? Wie alt sind Sie? Ich verstehe das nicht, was Sie sagen. Das klippt so. Und warum lügen Sie? Was? Ich habe Ihnen gesagt, wie alt sind Sie? Machen Sie nicht wie ein Kind, bitte. Sie brüllen so laut ins Telefon, dass man Sie nicht versteht. Ich habe Ihnen gesagt, wie alt sind Sie? Ha, verstehen Sie es? Sie müssen mal Ihr Mikrofon anders einstellen. Das klippt. Das übersteuert ganz spitz. Nochmal, hören Sie es? Nee, Sie übersteuern. Man hört Sie ganz schlecht. Wie alt sind Sie, Herr Gustav? Herr Kotz? Ist noch nichts besser. Klippt. Ihr Mikrofon klippt. Das ist zu... entweder reden Sie da zu laut oder es ist zu laut eingestellt. Okay, hören Sie jetzt mich besser? Ja, jetzt ist besser. Oh, es freut mich. Ich habe Ihnen gefragt, wie alt sind Sie? Wie alt? Ja. Warum wollen Sie das wissen? Weil ich will das wissen. Wenn Sie wollen, sagen Sie mir nicht. Das ist gar kein Problem. Ja, dann verbleiben wir so. Okay. Und was haben Sie mir in vorne gesagt? Im was? In vorne? Was ist das? Sie haben mir gesagt, mögen Sie Tomaten, oder? Nee. Was haben Sie gesagt? Ich weiß ja nicht, was Sie meinen. Ich habe Ihnen gefragt, wenn ich fertig mit den Informationen... Ich habe Ihnen gesagt, wie finden Sie das? Hallo? Ich habe Ihnen gesagt, hören Sie. Nicht ganz schlecht, Ihr Mikrofon ist wieder schlecht eingestellt. Hören Sie jetzt? Jetzt ist wieder besser. Okay. Ich habe Ihnen gesagt, wie finden Sie das? Was? Wie finden Sie das? Was finde ich? Ich habe Ihnen die Informationen gegeben und ich habe Ihnen gesagt, wie finden Sie das? Finden Sie das gut oder nicht?
Ja, habe ich ja nicht verstanden. Ihr Mikrofon hat ja immer übersteuert. Okay, dann machen wir so. Ich sage Ihnen nochmal. Kein Problem. Ja. Okay. Ja. Wissen Sie, was Online-Investitionen ist? Ja. Okay. Möchten Sie in Online-Investitionen investieren? In Investitionen investieren, wie geht denn das? Ja. Ja, ich habe Ihnen erklärt, aber Sie haben mir nicht gehört. Erstmal, Sie investieren 250 Euro, wenn Sie haben eine Kreditkarte oder Online-Banking. Sie investieren 250 Euro, das kleinste Betrag. Und falls Sie mit 500 Euro einsteigen, dann kriegen Sie von unserer Seite 250 Euro. Und Sie starten Ihr Account mit 57 Euro. Haben Sie mir bis jetzt verstanden? Nicht so richtig, weil ich verstehe den Sinn nicht ganz. Was soll man da mit 500 Euro machen? Sie investieren 250 Euro oder 500 Euro und danach. Ich verbinde Ihnen mit einer Finanzexpertin und Sie machen das weiter. Sie verdienen Geld. Wissen Sie, wie das geht über Bitcoin? Haben Sie gehört über Bitcoin? Ja, aber worin investiere ich denn? Ja, ich habe Ihnen gesagt, benutzen Sie eine Kreditkarte oder Online-Banking? Ja, ich verstehe aber noch nicht, wofür ich das jetzt alles brauche. Was habe ich denn davon? Um Geld zu verdienen. Geld zu verdienen. Wissen Sie, was Bitcoin ist, oder? Ja. Wissen Sie, wenn Sie Geld investieren, Sie verdienen mehr. Der Kapital verdoppelt. Ihr Mikrofon ist jetzt wieder schlecht eingestellt. Hören Sie besser? Ja, jetzt geht's wieder. Oh, okay, schön. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie 250 Euro investieren, in zwei Wochen der Kapital verdoppelt und Sie werden Geld verdienen. Wissen Sie? Ich weiß nicht, was Sie da mit Ihrem Mikrofon machen, aber die Qualität wird irgendwie ständig immer schlechter. Entweder brüllen Sie da zu laut ins Mikrofon oder Sie haben da irgendwas verkehrt eingestellt. Nein, ich habe nichts gemacht. Jetzt ist wieder besser. Okay. Ich habe Ihnen gesagt, Sie investieren 250 Euro in zwei Wochen oder am Ende des Monats. Und worin investiere ich? Am Bitcoin, Kryptowährung, Öl, Gas. Wir haben 2000 verschiedene Märkten. Wo Sie wollen? Wollen Sie beim Gas investieren? In Gas? Ja, am Gas. Weil heute ist Gas so viel Geld, wissen Sie? Nee, Gas so viel Geld verstehe ich nicht. Ein Moment. Ja. Wissen Sie, was wie Bitcoin geht? Was? Bitcoin. Was ist damit? Bitcoin. Wissen Sie, was Bitcoin ist? Die Frage haben Sie doch jetzt bestimmt schon 5 oder 6 Mal im Laufe des Gesprächs gestellt. Und da habe ich auch schon jedes Mal geantwortet. Ja, aber so geht das. Sie investieren 250 Euro beim Gas oder... Also wenn ich 200 Euro in Gas investiere, dann bekomme ich dann Bitcoin für, oder wie? Nein, Sie bekommen Geld, mehr Geld. Verstehen Sie? Warum bekomme ich da mehr Geld? Weil Sie investieren Geld. Das Geld wie Bitcoin. Wenn Sie Geld investieren, Sie verdienen Geld. Ich dachte in Gas, aber... Ja, wenn Sie Geld im Gas investieren, dann Sie verdienen Geld am Gas. Also sind Sie, Sie kriegen Gas, Sie kriegen Gas, Sie kriegen mehr Geld in 2 Wochen oder 3 Wochen und so. Aber warum bekommt man denn da mehr Geld? Weil Sie Geld investieren und Sie bekommen mehr Geld. Ja, ich habe Ihnen gesagt, wissen Sie, wie Bitcoin geht? Wissen Sie, wie Bitcoin geht, oder? Sie sind so laut, dass man Sie nicht hört. Das Mikrofon klippt. Ich habe Ihnen gefragt, wissen Sie, wie Bitcoin geht? Wissen Sie, wie das geht? Nee. Ja, ich habe Ihnen gesagt, Sie investieren 250 Euro bei Bitcoin. Aber ich dachte in Gas. Ja, ist gleich wie am Gas, wie beim Bitcoin, wie beim Kryptowährung, wie beim Öl. Also ist Bitcoin ein anderes Wort für Gas? Wo Sie möchten. Sie haben 2000 verschiedene Märkten. Merkel. 2000 mal die Merkel. Merkel. Sie haben 2000 verschiedene Märkten. Aber was soll ich denn mit der Merkel? Sie verdienen Geld, habe ich Ihnen gesagt. Mit der Merkel dann, oder wie? Ein Moment. Ja. Wissen Sie, Gas ist in letzter Zeit so, weil wir haben so... Ein Moment, ich erkläre Ihnen. Gas ist in der letzten Zeit kriegensbedingt
gesteigen und wir haben eine weniger Geld. Sie investieren und verdienen Geld, wissen Sie? Verstehen Sie? Was meinen Sie denn? Wenn Sie weniger Geld haben, um Gas zu buyen, Das ist schlecht. Hallo? Ein Moment. Wenn Sie möchten, ich kann auch mit einem Finanzexperte verbinden und er kann Ihnen alles erklären, okay? Aha. Wollen Sie? Meinetwegen, wenn da jemand mit einem besseren Mikrofon ist, ist das ja. Schon mal vom Vorteil. Ja, mit einem besseren Mikrofon. Kann ich bitte 2 Minuten mit einem Finanzexperte verbinden? Oder mit meiner Managerin? Kann ich bitte mit einer Finanzexpertin arbeiten? Sie wollen jetzt was? Kann Sie wollen ich bitte? Mit einer Finanzexpertin arbeiten? Nein, nein. Haben Sie aber gesagt? Nein. Ich habe Ihnen gesagt, wollen Sie mit einer Finanzexpertin sprechen? Habe ich ja und gehört, kann verjaht. Wie bitte? Habe ich doch verjaht. Kann ich? Ja. Können Sie bitte 2 Minuten warten und ich sage Ihnen Bescheid. Wie meinen Sie das? Ein Moment, warten Sie. Nur eine Sekunde, okay? Aha. Ein Moment. Die Sekunde ist dann rum jetzt. Hallo? Hallo? Ist da noch einer dran? Hallo? Hallo? Ja? Begrüße Sie. Herr Gustav? Ja? Begrüße Sie, Alexander Künzel hier am Apparat. Wo liegt das Problem eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Die Kollegin hat gesagt, sie überholt jetzt jemanden. Okay, Sie haben doch eine Anmeldung gemacht und haben Interesse gezeigt an unserem Markt eigentlich. Und deswegen hat Ihnen meine Kollegen angerufen. Ja. Okay, so, wie sieht's denn aus? Haben Sie Erfahrungen? Was ist denn passiert? Wollen Sie investieren? Was wollen Sie erreichen? Können Sie mal was von sich erzählen? Was soll ich denn von mir erzählen? Ihren Interessen. Was sind Ihre Interessen? Verstehe ich nicht. Müssen Sie arbeiten? Müssen Sie handeln? Müssen Sie traden? Müssen Sie was erreichen? Müssen Sie Geld gewinnen? Ja oder nein, ist die Frage. Ja, ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ich habe ja die Kollegin... Es geht hier um Trading, es geht hier um Börse, es geht hier um Währungen, es geht um Forex, Indivisien, Rohstoffen, Börse. Die Kollegin sagte, wenn da jetzt jemand anderes kommt, hat der ein besseres Mikrofon, aber man versteht sie immer noch schlecht. Flip. Okay, verstehen Sie mich jetzt vielleicht besser? Nee, es ist übersteuert ganz doll. Ist viel kann man mich jetzt hören? Hallo? Jetzt höre ich gar nicht. Gustav, ich glaube, Sie können mich doch bestimmt verstehen, oder? Ja, aber schlecht, das Mikrofon übersteuert. Ja, okay, wir sagen jetzt schlecht oder gut, egal, relativ jetzt, wir hören uns einfach so, wie es ist. Ich möchte nur eins wissen, wollen Sie Geld verdienen, wollen Sie was erreichen mit uns, ja oder nein, weil ich verstehe mein... Wie bitte? Ich verstehe kaum, was Sie sagen, weil die Qualität Ihres Mikrofons ganz schlecht ist. Ah, dann ficken Sie sich doch bitte. Sind Sie doof? Okay. Dann wünsche ich Ihnen einen... Ich glaube, irgendwas scheint in Ihrem Oberstübchen nicht ganz zu funktionieren. Ja. Deine Mutter ist eine Hure, verstehen Sie das? Deine vielleicht, ja. Ah, du kleiner Bastard, Alter. Versuch uns nicht zu verarschen, Sie Idiot, Mann. Was? Hurensohn. Ja? Ja, hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wer möchte das denn wissen? Felix Schmidt ist am Apparat. Ich melde Ihnen von 22 Pips, weil Sie Interesse an Online-Trading gezeigt haben. Haben Sie schon Erfahrungen auf diesem Bereich? Nee. Und wissen Sie, was das ist? Haben Sie gehört vielleicht? Ja, da rufen mir in letzter Zeit ziemlich viele Betrüger überall an. Ich weiß das. Es gibt viele Betrüger heute. Aber ja, die Leute sind nicht gleich. Das sind mit unlizenzierter Plattform und sind unlizenzierte Leute. Mhm. Verstehen Sie mich? Ja. Mhm. Ja, ich möchte da sagen, dass unsere Plattform hat 22 Pips. Es ist eine lizenzierte Plattform, es ist registriert bei BAF in Deutschland und FCA in London. Das heißt, Sie können mal, die Einzahlung... Guck mal, bist du ein Spinner mit Kryptowährungen bei der BaFin? Das ist ja Quatsch. Betrüger. Nein, keine Betrüger. Wir sind lizenzierte doch, Plattform. Du bist krimineller Betrüger. Du bist nicht lizenziert, weil du kannst bei der BaFin mit Kryptowährungen nicht lizenziert sein. Ich bin lizenziert, gehen Sie zum Google-Tan. Lügner, Betrüger, Krimineller. Lügner sind Sie. Ich habe für 20 Jahre studiert für diese Arbeit. Ach, das ist aber traurig, dass du denn nichts gelernt hast. Was habe ich nicht gelernt? Na gar nichts, du weißt doch nichts. Weil dann wüsstest du doch auch, dass gehen man bei der Sie BaFin zu FCI. Gehen Sie kann, zu FCI. Man kann bei der BaFin gehen nicht Sie zu FCI und sehen Sie meinen Namen. Ich man bin lizenziert. Man kann mit der BaFin keine Kryptowährung regulieren. Geht nicht. Geht nicht. Wissen Sie, was FCA ist dann? Fußballclub Augsburg oder was? Ja, Fußball. Ja. Bayern also München.
Genau, seid ihr beim Fußball registriert, richtig? Ist ja lächerlich. Die Deutschland ist weg von der Weltmeisterschaft. Ja, interessiert mich doch nicht. Haha. Ja, und was ist daran jetzt interessant? Ich gucke ja so einen Scheiß nicht. Ist ja albern. Ist ja bloß Zeitverblödung. Deutschland ist weg. Ja, und wen interessiert es? Gar keinen. Möchten Sie Geld zu verdienen dann? Wenn Sie das nicht interessiert. Ich brauch nicht bei euch Geld verdienen, weil bei euch gibt's kein Geld. Ihr haut mit der Kohle ab. Ihr seid Kriminelle, mehr nicht. Wo ist Kriminelle, bitte? Du. Was ist das? Du. Ich? Ja. Sie kennen mich nicht. Doch. Kennen Sie mich? Du bist ein Betrüger, ja. Haben wir schon oft gesprochen. Warum verurteilst du mich, bitte? Ja, weil du ein Betrüger bist. Und du hast hier nichts in der Aber Welt. Sie wissen nicht, wer ich bin. Ich bin Felix Schmidt. Und ich habe gesagt, gehen Sie zum Kugel. Und verarsche die Leute in deinem Land und nicht in unserem Land. Verschwinde in welchem einfach. Land? In welchem Land, bitte? In dein Kakerlakenland. Da, wo ihr ganzen Betrüger sitzt. Was? Ja. Ich bin Deutscher. Ja, aber nicht Deutsch. Ja. Ja, ich möchte das erklären. Mein Vater ist Deutsch, meine Mutter ist Niederländisch. Ich bin in Niederländisch geboren. Dein Vater ist höchstens irgendein Ausländer und deine Mutter genauso. Du hast in Deutschland nichts verloren. Verschwinde. Ich bin in Niederland geboren, verstehen Sie mich? Ich bin niederländisch. Gerade redest du von Deutschland, du bist Deutscher und du bist in den Niederlanden geboren. Du widersprichst dich doch selbst, war albern. Aber mein Ursprung ist Deutsch. Verschwinde. Such dir einen anderen Job, mach was Anständiges. Aber geh die Leute hier in Deutschland nicht auf den Sack. Was meinen Sie mit das? Weg, hinfort mit dir. Du bist Krimineller. Nee, du bist kriminell. Du bist einfach ekelhaft. Du bist Krimineller. Ich rufe die Polizei in diesem Moment, in dein Haus zu kommen, okay? Hauptsache, die Leute belügen, irgendeine Scheiße am Telefon erzählen. Du hast doch nicht mal Ahnung von dem, was du da erzählst. Willst du von der BaFin erzählen? Dabei reguliert die BaFin gar keine Kryptowährung. Du bist doch einfach nur ein dummer Klops am Telefon. Was bitte? Die FCI reguliert alles. Gehen Sie zur FCI. Ah, da hast du doch gesagt BaFin. Du bist einfach so dämlich, ja? Bei dir funktioniert doch in deiner Denkschüssel überhaupt nichts. Sie haben keine Idee, wie Trading Online funktioniert, okay? Du bist einfach nur blöd. Und du bist ein Dumm. Ja. Und du bist einfach nur voll bekloppt, mehr nicht. Leute du am Telefon verarschen, das könnt ihr hier alle, ja? Erst durchschmarotzen hier durch unser Sozialsystem und dann wieder zurück und dann an unsere Steuersysteme hier ganze Kohle abziehen. Momentan, oder was? Ich habe die Polizei angerufen. In fünf Kakerlake. Minuten kommen sie nach Hause, okay? Verschwinde, Kakerlake, mach dich weg! Ich habe alles, Ihre Adresse, ich habe die Polizei gegeben. Du hast gegeben. Überhaupt nichts, du hast nicht mal Intelligenz! Ich? Du hast ja nicht mal ansatzweise Intelligenz. Das ist doch einfach nur albern, was du da für eine Show ablieferst. Schämst du dich nicht? Sind deine Eltern stolz auf dich, dass du so eine Scheiße am Telefon machst? Du beleidigst mich, bitte! Was ist das? Ja, deine Eltern sind ganz stolz auf dich, ja? Sie sind nicht intelligent, okay? Du bist einfach nur ein ekelhafter Sozialschmarotzer. Was haben Sie studiert? Was haben Sie studiert? Mehr als du. Ja, aber was? Genau. Ich habe drei Universitäten abgeschlossen. Du hast gar nichts abgeschlossen. Du hast nicht mal einen Kindergarten abgeschlossen. Ich habe drei Universitäten abgeschlossen. Und dann kannst du kein Wort vernünftig sprechen. Ist ja peinlich. Können wir per WhatsApp? Ach, per WhatsApp. Natürlich. Da wurde noch ein Virus überprüft oder was? Glaubst du, ich bin zeige dämlich? Ihnen alle die Diplomen. Aus deinem Gesicht fällt doch nur Durchfall. Sie haben keine Universität gemacht. Ja, und du hast kein Gehirn. Du bist nur ein Hund. Ja, und du bist peinlich. Ein Hund. Hum. Verstehen Sie mich? Weißt du, sowas wie dich sollte man abschieben und nie wieder hier reinlassen. Gehen Sie weg, bitte. Ja. Sie haben keine Intelligenz, mit mir zu sprechen. Ja. Weg mit dir. Und versuchen die Leute zu, um ihr Geld dich. Zu betrügen. Sowas nennt man einfach. Fick dich. Du bist eine Affe. Ja. Dass du dich nicht schämst, die Leute zu betrügen. Rudolf Scher. Du solltest dich mal ein bisschen was schämen, wirklich. Und mal benehmen lernen. Rudolf Scher. Ein neues Betrüger. Sie sind nicht intelligent. Du bist nicht intelligent. Haben Sie Geld verloren in Trading Online? Sie nee, haben mit Betrüger gearbeitet. Sie haben mit Betrüger gearbeitet und Sie haben alle diese Geld verloren. Okay? Sie haben keine Intelligenz. Na, du klaust das Geld. Sie du bist ja derjenige, der das Geld klaut. Wir sind sehr intelligent.
Nee, du bist nicht intelligent. Das ist einfach nur abartig. Du bist ja vor allem, du bist ja der Dümmste von allen. Du bist nicht intelligent. Wir haben du sitzt doch am Telefon. Dein Chef ist schlau. Der weiß, wie man sich aus dem Staub macht. Du bist derjenige, der von der Polizei im Callcenter abgeführt wird. Du bist nicht intelligent. Verstehen Sie mich? Ich bin intelligent. Du bist nicht intelligent. Du bist einfach nur lächerlich. Weil ich habe dein Geld, okay? Du hast von mir gar nichts. Jetzt gibst du also zu, dass du Betrüger bist, ja? Ja, ich habe alles. Wir haben ein Konto bei uns. Ja, bestimmt habe ich ein Konto bei dir. Du hast vielleicht irgendwo, weißt du, bei dir in deinem Oberstübchen scheint irgendwas kaputt zu sein. 10.000 Euro haben Sie bei uns. Aber ihr Sohn hört sich das nicht an, was ihr da für eine Scheiße runterlabert. Du bist nur ekelhaft für die Sende. Verstehen Sie das? 10.000 Euro. Was? Sie verstehen Sie nicht. Herr Scher, Rudolf. Was denn? Vielen Dank für das nette Gespräch. Scheiß Kakerlake. Gefallen Sie dieser Gespräch? Wie bitte? Du betrügst Menschen um ihr Geld. Das ist ekelhaft sowas. Sowas gehört abgeschoben und am besten gleich. Was bedeutet Sie denn das? Ich bin lizenziert, bitte. Du kannst ja nicht so intelligent sein, wenn er da noch nachfragen muss. Sie sind nicht intelligent, okay? Sie haben kein Geld. Sie haben null Geld. Und wen interessiert das? Verstehen Sie mich? Nö. Muss man ein bisschen Deutsch haben. Wenn man hier in Deutschland anruft, dann hat man auch gefälligst Deutsch zu sprechen. Und zwar flüssig und vernünftig. Ich spreche Deutsch sehr gut. Du sprichst Deutsch überhaupt gar nicht. Und wie verstehen Sie mich dann? Indem man die Kakerlakensprache irgendwann auswendig kann, wenn die Viecher hier jeden Tag anrufen. Ich spreche Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, alles. Natürlich, ganz bestimmt. Ja, möchten Sie in Italienisch sprechen dann? Ich will nicht mit deiner Kakerlakensprache sprechen. Ich will, dass du die Menschen in Ruhe lässt und dir einen vernünftigen Job suchst. Irgendwas Sinnvolles in deinem Leben machst. Ich möchte die Leute helfen, Geld zu verdienen. Nee, du willst die das Menschen ist meine helfen, Arbeit. Für dich selbst Geld zu verdienen. Das ist dein Job, für dich selbst. Aber nicht für die Menschen. Ich habe alle, viel die bei Geld dir Geld einzahlen, verlieren ihr Geld. Ich habe viel Geld verdienen selbst. Ich habe 10 Millionen Euro. Ach, und dann sitzt du da noch am Telefon? Da bist du aber ein schlechter Millionär, wenn du noch am Telefon sitzt mit 10 Millionen Euro. Ich habe meine Mission erledigt. Ja, natürlich. Und dann sitzt du noch am Telefon. Das ist ja ganz bestimmt. Dann müsste ich die Leute helfen, Geld zu verdienen. Natürlich, ganz bestimmt. Natürlich, ja. Gibt's da viele dumme Menschen, die bei dir da drauf reinfallen, ja? Wie bitte? Gibt's viele dumme Menschen, die bei dir drauf reinfallen? Auf diesen ekelhaften Akzent. Ich habe viele Kunden bei uns. Ja, bestimmt. Betrugsopfer nennt man das, aber nicht Kunden. Wir haben 10.000 Kunden. Ja, ist ja traurig, dass ihr 10.000 Opfer habt. Sie verstehen nicht das. Ja, du verstehst nicht das. Du kannst nicht mal das Deutsch richtig. Lern anständig Deutsch, putz dir die Zähne. Gehen Sie weg. Ja, hau du mal ab. Was? Einen Moment, ich verbinde mit meiner Kollegin. Hallo? Glaubst du aber jetzt nicht im Ernst, dass ich dir das abnehme, du Scheißkakerlake? Hallo, schönen guten Tag, Herr. Schatzi. Was ist das, bitte? Sehen Sie mich? Meine Liebe. Rudolf. Hallo? Hallo? Ja, Rudolf, haben Sie mit meiner Kollegin gesprochen? Nee, ich habe mit dir gesprochen. Aber du, also mit dem Anschein nach wünschst du dir eine Muschi, was? Ich habe gesagt, sprechen Sie bitte mit meiner Kollegin. Ja, dem Anschein nach hast du ja die Muschi. Fick dich wieder. Ja. Das ist bestimmt ein Callcenter, Innenmitarbeiterinnen oder Innendings. Du bist ein Schwanz. Ja, und du hast keinen. Du bist ein Schwanz, ich habe zwei. Und mit diesem zwei spiegelt deine Mutter und deine Schwester. Ja, dann steck dir die beide mal direkt in die Schnauze, damit... Ja, bitte? Hallo, ja. Herr Spritzschlupfer? Ja. Sie haben kürzlich bei Willen Treter angemeldet. Das ist kein Radmann, schön Sie kennenzulernen. Was heißt denn kürzlich? Also Sie haben jetzt bei Bitcoin Treter angemeldet. Das ist es geht um den Handel auf dem Finanzmarkt. Und wer sind Sie? Ich bin Ihr persönlicher Kontobetreuer.
Meine Aufgabe ist, bei Ihrer Kontoeröffnung zu helfen. Aha. Und haben Sie auch einen Namen? Ja, Rainer Hartmann. Rainer Hartmann. Rainer Hartmann, schön, Sie kennenzulernen. Aha. Wie kommen Sie denn zu dem deutschen Namen? Ich habe deutsche Opa. Mein Opa ist Deutscher. Also ich bin aus Kroatien. Aha. Na dann. Und woher kommen Sie? Aus Deutschland, ich verstehe, ja? Ja. Wenn das nicht geheim ist, aus welcher Stadt? Aus Berlin. Berlin. Mhm. Super. Ost-Berlin oder West-Berlin? Das spielt doch heute keine Rolle mehr. Ja, ich stimme mit Ihnen zu. Das ist wahr. Okay, soviel ich verstehe, möchten Sie mit Krypto handeln, ja? Weiß ich noch nicht. Ich habe da eine Werbung gesehen. Kann man reich werden, habe ich gedacht. Trage ich mich mal hin. Haben Sie eine Werbung über automatisches Handelssystem gesehen oder welche? Na, was haben Sie gesehen? Was haben Sie gelesen? Da stand Höhle der Löwen. Noch einmal bitte? Höhle der Löwen. Ja, genau. Ja. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie ein bestimmtes finanzielles Ziel? Nö. Kein bestimmtes finanzielles Ziel. Okay, also nur Geld verdienen, glaube ich, ja? Ja. Okay. Mhm. Mit welcher Kryptowährung erst möchten Sie handeln? Nur mit Bitcoin nicht. Oder haben Sie über andere Kryptowährungen etwas gehört? Was ist denn da lukrativ? Sie können so machen. Mit Bitcoin zum Beispiel anfangen. Was mich angeht, bevorzuge ich Ethereum. Das ist zweite größte Kryptowährung der Welt. Haben Sie etwas über Ethereum gehört? Nee, was ist das? Also das ist, wie gesagt, zweitgrößte Kryptowährung der Welt, nach Bitcoin. Das ist erste Kryptowährung und Ethereum, das ist zweite. Warum bevorzuge ich Ethereum lieber? Deshalb Ethereum, es ist viel mehr volatil als Bitcoin. Bitcoin auch volatil, wenn Sie, aber Ethereum ist... Also mit Ethereum können Sie mehr verdienen, sozusagen. Ach so. Ja? Mhm. Also ich trade mit Ethereum lieber. Okay. Okay. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handel? Nö. Keine Erfahrung. Okay, das ist kein Problem. Wie Sie vielleicht schon wissen, erhalten Sie einen Finanzberater. Dieser Finanzberater wird alle Ihre Fragen beantworten, wenn Sie diese Fragen haben. Also das ist Ihr Betreuer, das ist Ihre Finanzberater, das ist Ihr Finanzberater, mit wem Sie immer sprechen können über Investitionen, über Kryptowährungen, welche Kryptowährungen möchten Sie handeln und so weiter. Also, das ist Ihr persönlicher Finanzberater. Ja. Okay. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon unsere Plattform gesehen? Nee. Noch nicht. Okay. Jetzt schicke ich Ihnen eine E-Mail mit unserer Plattform und mit Ihrer persönlichen Sicherheitsnummer bei unserer Plattform. Einen kleinen Moment. Jetzt. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Mit diesem E-Mail, Sie können unsere Plattform gucken. Ihre E-Mail leon.spritzschlupfer@gmail.com. Richtig? Genau. SHLUEPFER. Genau. Ja.
Okay. Übrigens, benutzen Sie jetzt Computer, PC oder Handy? Ein iPad. iPad, okay. Hm. Ich habe Ihnen schon eine E-Mail geschickt. Überprüfen Sie Ihre E-Mail. Ja. Ach so, das ist, könnten Sie bitte vielleicht buchstabieren, Ihre E-Mail? Nee, ist mir zu lang. Ich habe per falsche E-Mail Ihnen geschickt. Das. Na, Sie können mir ja auch einfach die Internetadresse sagen. Das ist ja viel schneller. Okay, per welche E-Mail möchten Sie eine E-Mail von mir erhalten? Die Internetadresse können Sie mir ja sagen. Das ist ja viel schneller. Okay, haben Sie E-Mail oder keine? Also es scheitert ja schon an das den einfachsten Fragen. Wir sind Enduring Markets, also Enduring Markets, das ist Plattform, das heißt Plattform. Aber Sie haben eine Sicherheitsnummer. Wie kann ich E-Mails schicken? Ich muss Ihnen eine E-Mail schicken, um also unsere Plattform. Mit unserer Plattform. Haben Sie vielleicht eine andere? Wenn Sie eine E-Mail Plattform oder? Haben, können Sie mir ja einfach die Domain sagen. Ich habe Ihnen schon gesagt. Sagen Sie mir jetzt Ihre Hab E-Mail. Habe ich nicht verstanden. Noch. Okay, können Sie bitte eine E-Mail sagen? Und ich schicke Ihnen unsere Plattform, wo steht Login, alles in Ihre E-Mail, alle Informationen. Na, dann sagen E-Mail. Sie mir doch nochmal Ihren Plattformnamen. Enduring Markets. Also D-O-R-I-N. Nein. Sagen Sie mir bitte einfach Ihre E-Mail, das wird viel schneller. Nee, schneller ist, wenn Sie mir einfach Ihre Domain sagen. Von Ihrer Plattform. Warum wollen Sie eine E-Mail nicht sagen? Warum wollen Sie eine E-Mail nicht sagen? Da muss ich mich einloggen, da muss ich Ihnen das alles einzeln buchstabieren. Sagen Sie mir doch einfach Ihren Plattformnamen, damit ich mir den aufrufen kann. Wo ist denn da das Problem? Enduring Markets. Enduring-Markets. Enduring, also E-N-D-U-R-I-N, ja. Ja. Dann ein G. Und dann Markets. Also M-A-R-K-E-T-S. Ja? Ja oder Herr, nein? Spritzschlupfer. Ja. Herr Spritzschlupfer. Ja. Ich brauche auch Ihre E-Mail für andere. Ja, und ich brauche erstmal die Domain-Änderung. Enduri Markets und dann. Punkt. Wie geht's ja, weiter? Ja, Enduring Markets und dann Punkt. Wie geht's weiter? Herr Spritzschlüpfer, könnten Sie bitte eine andere E-Mail sagen? Und ich finde das ein bisschen komisch, dass Sie überhaupt nicht auf meine Fragen antworten und das komplett ignorieren, dass ich mich mit Ihnen versuche zu unterhalten. Das finde ich ein bisschen unseriös, was Sie da machen. Wollen Sie mir nicht einfach den Domainnamen von Ihrer Firma sagen? Es scheint, dass Sie sind unseriös, deshalb ich rufe Sie von einer offiziellen Plattform. Und na, scheinbar nicht. Sie können mir ja nicht mal Ihre Plattform-Domain sagen. Da scheitert es ja schon. Ich habe Ihnen schon gesagt. Nee, ich habe gefragt nach der Domain und nicht nur nach Enduring Markets. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie geht's nach dem Punkt weiter? Sagen Sie mir bitte, Herr Spritzschlupfer, Sie sind Berliner, ja? Sie sind aus Berlin. Wir haben deutsche Büro in Berlin.
in Deutschland und in verschiedenen Ländern. Das beantwortet nicht meine Frage. Meine Frage war, wie die Domain-Endung ist, wie ich Ihre Webseite aufrufen kann. Ich habe Ihnen schon gesagt, Endurin Markets. Naja, und dann angemeldet. Und das Endurin, gibt, oder, Endurin Markets. Ich verstehe Sie, ich und verstehe Sie nicht, was ist das Problem? Nein, die ganze Domain. Die Internetadresse, Ihre Internetadresse. Wo ist denn da jetzt das Problem? Weil Enduring Markets ist keine Domain. Da fehlt .de, .irgendwas, also .com. Also enduringmarkets.com, richtig? Ja, richtig. So, da steht sorry. Gibt's nicht die Seite, ist leer. Warum? Ich verstehe eine Sache nicht. Warum wollen Sie mir einfach Ihre E-Mail nicht sagen? Na, weil Sie mir Ihre Webseite nicht mal sagen wollen. Ich möchte ja erstmal wissen, mit wem ich zu tun habe. Und dann gucke ich mir das Ganze an. Und dann gucke ich, schon viel gesagt. Ja, findet man aber nicht. Okay, sagen Sie mir jetzt Ihre E-Mail. Ich habe Ihnen schon unsere Plattform gesagt. Ich habe Ihnen alles gesagt. Jetzt, Sie haben mir nicht sagen Sie mir gesagt. Ihre E-Mail. Sagen Sie mir jetzt. Nee, ist mir zu unseriös. Ist mir zu unseriös. Sagen Sie jetzt Ihre E-Mail. Nee, es hat sich für mich erledigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bei Ihnen möchte ich nichts einzahlen. Es ist komisch und vielleicht Sie verstehen nicht, mit wem arbeiten. Ja, hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Lena ist mein Name von der Firma Shop Online. Ja. Es tut mir sehr leid für die Störung, aber ich melde mich wegen der Anfrage des Produkts Norma Dex. Mhm. Wegen die Parasiten, die Sie bei uns gestellt haben, Herr Ludwig, danke. Mhm. So, damit ich Sie besser beraten kann, erlauben Sie mir bitte ein paar Fragen zu stellen, darf ich? Na dann los. Wie alt sind Sie bitte? 39. Okay, und welche Ergebnisse erwarten Sie von diesem Produkt erreichen, von Normadex? Weiß ich nicht, was kann man denn da für Ergebnisse erreichen? Ich erkläre Ihnen alles, Herr, aber habe ich gefragt über Ihre Problem, weil Sie haben ein Problem, deswegen haben Sie diese Frage bei uns gestellt, ja? Nee, ich wollte bloß die Tabletten haben. Ich bestelle öfters welche. Sie wollen nur das Produkt probieren, meinen Sie? Nee, ich nehme das ja nicht für mich selbst. Also, für welche Person haben Sie das? Für mehrere, das mache ich einfach mit ins Essen rein. Mhm. Ja. Sie bezahlen das Produkt oder die andere Person? Nö, das bezahle ich. Als Geschenk, meinen Sie. Das bedeutet, so sagen, Sie wollen nur das Produkt bestellen, ne? Ja, genau. Okay. Wie viele Packungen bitte? Weiß ich nicht, wie viel kann man denn da nehmen? Also ich habe ja grundsätzlich vor, das mit ins Essen reinzukippen. Da, das ist ungefähr für 10 Personen. Wie viel brauche ich denn da an Packungen? Also, das ist für 10 Personen. So, Herr, wir haben zwei Angebote für Sie dann. Das erste Angebot ist das volle Programm aus den 6 Packungen. Das ist günstiger für Sie. Ja. Wo Sie bezahlen heute, falls Sie sind eine neue Kundin bei uns, nur für 4 Packungen mit 50% Rabatt. Und 2 weitere Packungen bekommen Sie gratis. Als ja, Dankeschön bei uns, okay? Mhm. Mhm. Insgesamt, das kostet 156 Euro. Oh ja, das geht ja. Das ist die 6 Packungen. Mhm. Okay. Und, so, und, möchten Sie vielleicht zweimal dieses Programm bestellen? Ja, können wir zweimal machen. Aber wie macht man die die Tabletten am besten klein? Kann man die einfach so direkt in den Mixer machen oder lösen die sich von alleine zum Beispiel in Suppe auf? Wie bitte? Na, lösen die Tabletten sich alleine in Suppe auf oder sollte man die vorher lieber klein machen mit dem Mixer? Also Sie benutzen zweimal am Tag, benutzen morgens und abends mit 100 Milliliter Wasser, okay? Und wenn ich das jetzt aber nur einmal am Tag mache, das Essen, dann kann man dann auch die doppelte Menge da einfach reinkippen? Ja, kein Problem, weil das ist ein Naturprodukt und das hat keine Kontraindikationen. Aber okay. Besser ist zu messen, auf jeden Fall. Ja, ich mache das also direkt... zweimal das volle Programm. Also muss das man das volle Programm zweimal kostet 312 Euro. Ja, genau. Und das muss man dann vorher, muss man das mit 100 Milliliter Wasser erst klein machen, ja? Trinken. Und dann,
Und nein, nee, ja, das soll ja nicht getrunken werden, das kommt ja ins Essen mit rein. Das will ich ja klein machen. Das, ja, das ist kein Problem, Herr, habe ja ich gesagt. Sie können das mit Sauer trinken, mit Wasser, es ist egal. Also wie ist Ihre Name, erst, bitte, Herr? Den haben Sie doch gerade vorgelesen, das verstehe ich jetzt nicht. Warum fragen Sie denn jetzt nochmal nach meinem Namen? Das ist die Familienname. Ja, es bleibt ja so. Lutsch die Stange ist die Nachname, Familienname. Und die Vorname? Lutsch die Stange, ja. Ach so, den Vornamen brauchen Sie. Ja, das ist Günther. Günther Lutsch die Stange. Günther. Ja. Okay, danke schön, Herr. Mhm. Also, die zwei volle Programm, die 12 Packungen, kostet 312 Euro. Ja. Mit Angebot für Sie. Ja, ja, machen wir so. Können Sie mir bitte sagen, was steht auf Ihrer Briefkaste? Na, mein Name, Lutsch die Stange. Und auf dem Klingel? Na ja, auch. Sollen da was anderes okay, danke. Das verstehe ich nicht. Postleitzahl, Herr? Das ist die 12055. 12055. Das ist in Berlin. Ja. Und die Straße? Das ist die Braunschweiger Straße 88. Okay. Etwas zum Schreiben haben Sie? Nee. Weil ich gebe Ihnen die Kundenservice-Nummer, damit bei uns in Kontakt zu sein, Herr. Ach so, die brauche ich nicht weiter. Okay. Also, Herr, wie gesagt, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Falls Sie sind eine neue Kunde bei uns, Herr, Sie ja profitieren als Dankeschön eine weitere Packung Normadex, das gleiche ja Produkt mit der gleichen Qualität, nur mit 20 Euro mehr. Okay. So, möchten Sie eine Packung mehr haben oder zwei? Dann nehmen wir zwei. Okay, das bedeutet 14 Packungen insgesamt, 352, okay? Ja, das ist gut. Das Produkt her werden Sie per Kreditkarte bezahlen, ne? Das soll ein Visa oder Mastercard sein. Nee, sowas habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nee. Okay, dann wenn die Ware kommt zu Hause, Sie bezahlen bei dem Kurier, es ist kein Problem. Okay, dann machen wir das so. Ich, wenn Sie haben Interesse, Herr, wir haben auch ein anderes Produkt für Sie, Ketone Meta. Es ist ein Gerät, das Ihnen in diesem Zeitraum auch helfen wird, weil Sie können mit dem Fettgehalt im Blut überprüfen, okay? Das garantiert die Progressivität der Wirkung des Produkt Normadex, das Sie bei uns gestellt haben. Sie werden am Anfang das Behandlung messen und jeden sehen Sie den Unterschied, wie das Produkt geholfen hat und wie Ihr Immunsystem gestärkt ist. Mhm. Anstatt 100 Euro, Sie profitieren dieses Gerät nur mit 30 Euro mehr. Mhm. Ja. Möchten Sie dieses Gerät haben? Ja, gleich. Hi. Wie bitte? Ja, doch. Das ist dazu, das nehme ich. Okay, Also... Okay, dann Herr, ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung, damit alles bei Ihnen in Ordnung ist, okay? Ja. Ich habe heute gesprochen mit Günther Lutsch die Stange. Ihre ja Bestellung kommt mit DHL Post nach dieser Adresse innerhalb 4 bis 5 Arbeitstage. Mhm. Postleitzahl 12055, Land Deutschland, Stadt Berlin, Straße Braunschweiger Straße, Hausnummer 88. Ja. Auf dem Briefkasten steht Ihre Familienname, Lutsch die Stange, und auf den Klingel auch. Also ja, Sie werden das Produkt per Nachname bezahlen, wenn die Ware kommt zu Hause. Und Sie haben die zweimal die volle Programm von Normadex bei uns gestellt mit 156 Euro pro Programm. Mhm. Plus zwei Packungen Normadex mit 20 Euro insgesamt. Also 14 Packungen plus ja ein Ketonemeter mit 30 Euro, inklusive Preis 382 Euro. Bestätigen ja Sie diese Bestellung? Na klar. Ich bedanke mich für ein nettes Gespräch, Herr. Mhm. Und schönen habt Tag noch, wünsche ich Ihnen. Habt ihr da noch ein paar andere schöne Tabletten? Für welchen Problem zum Beispiel? Das ist egal. Einfach irgendwelche also, Herr, Tabletten. Es tut mir sehr leid, ich habe das falsch kalkuliert. Kann ich nochmal das... Ja. Einen Moment bitte, es tut mir sehr leid. Ja. Also, es tut mir leid, Herr, weil die volle Programm mit den 6 Packungen, wo Sie bezahlen für 4 plus 2 Geschenk, kostet 196 Euro. Ja. Das bedeutet 2 mal 196 plus 2 Packungen mit 20 Euro.
Plus die Ketonenmeter 462. Ist okay. Also, für welche Tabletten sind Sie interessiert, Herr? Ist egal, irgendwas noch. Für Bluthochdruck, ja, oder? Ja, sowas kann man auch gebrauchen, ja. Das nehme ich auch. Wir haben für den Bluthochdruck, Blutzuckerwert, für die Gelenkenschmerzen. Ja, haben Sie alles. Vielleicht eine Apotheke, oder? Nö, da kriege ich die immer nicht, wissen Sie. Deswegen wollte ich die ja jetzt mal übers Internet bestellen. Da geht es schneller. Aha. Verstehe ich. Und für welchen Problem möchten Sie die anderen Medikamente haben? Nee, Probleme gibt's ja keine. Ich will es ja nur mit ins Essen machen. Einen Moment. Ja. Möchten Sie für die Bluthochdruck oder für die Blutzuckerwert? Ja, nimm mal beides denn, wenn das zwei verschiedene Sachen sind. Wie viel Packungen? Na, habt ihr da auch ein schönes Angebot? Dann nehme ich das. Für die Wellton zum Beispiel, das ist Tropfen, für die Bluthochdruck, das ja. ist mit die 6 Packungen insgesamt. Sie bezahlen für 4, 2 bekommen Sie als Geschenk, 156 ja. Euro. Das mache ich und wenn auch. Sie haben Interesse, Sie können auch 2 weitere Packungen mit 20 Euro pro Packung bestellen. Ja, das machen wir. Einen Moment bitte. Und für die Blutzuckerwert? Ja, nehmen wir auch. Also, wir haben auch diese für die Blutzuckerwert, das heißt Cannabisol. Und das ist 196 Euro, 6 Packungen insgesamt. Ja. Plus die mit Promo-Aktion 2 weitere Packungen. Ja. Also mit 25 Euro pro Packung. Ja, das machen wir dann auch. Okay. Mhm. Und etwas anderes, vielleicht für ein anderes Problem? Weiß ich nicht, was kann man denn noch so für Probleme abdecken? Gelenkenschmerzen für ja, die... Ja, das passt auch. Das nehmen wir auch noch. Hondrofrost, okay. Ja, machen wir das auch. Moment, bitte. Also, Herr, darf ich etwas fragen, bitte? Haben Sie vielleicht eine Apotheke oder möchten Sie nur das Produkt... Ich will das einfach jetzt online bestellen. Das ist doch einfacher. Muss ich ja nicht hinlaufen. Für Sie selber oder möchten Sie das... bei anderen Personen verkaufen oder? Nee, wie gesagt, ich will das nicht verkaufen. Das ist egal, wenn Sie haben Apotheke zum Beispiel, wir machen andere Angebote für Sie, verstehen Sie mich? Deswegen frage ich Ihnen. Nee, hab ich da weil nicht viele Apotheke kauft bei uns. Ja, nee, habe ich nicht. Okay, die Hondrofrost ist auch die volle Programm mit die 6 ja. Packungen. Ja. Und 2 Packungen bekommen Sie mit 20 Euro pro Packung, okay? Ja, ja. Also, ich sage Ihnen, wie viel kostet das insgesamt. Nur warten Sie ein kleines Moment, wenn es fertig ist. Ja, na klar. Also das, ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung. Die volle gesamte Preis ist 1.100, okay? Ja. So, ich mache jetzt eine Zusammenfassung und alles ist in Ordnung. Habe ich heute gesprochen mit Herr Günther Lutsch Distage. Ihre Bestellung kommt innerhalb 4 bis 5 Arbeitstage nach dieser Adresse, Land Postleitzahl 12055, Land Deutschland, Stadt Berlin, Straße Braunschweiger Straße, Hausnummer 88. Sie haben 2 volle Programme mit die 6 Packungen Normadex bei uns bestellt, plus 2 Packungen mit 20 Euro pro Packung und Ketonemeter. Ein volles Programm von der Wellzone für den Bluthochdruck und 2 weitere Packungen profitieren Sie mit 40 Euro. Ja. Ein volles Programm von Cannabisol Diabetica mit 196 Euro, die volle Programm plus 2 als Angebot mit 50 Euro. Ja. Und ein volles Programm von Hondrofrost und 156 Euro und 2 ja. weitere Packungen mit 40. Das kostet inklusive Preis alles Programm mit 1.100 Euro. Ja, das okay? ist okay. Bestätigen Sie diese Bestellung bitte, oder? Na klar, ja, dann nehme ich das. Okay, ich bedanke mich für ein nettes Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich habe da noch eine Frage. Ja, bitte? Wie lange dauert denn das, bis das kommt? Innerhalb 4 bis 5 Arbeitstage. 4 bis 5 Arbeitstage. Also das ist dann von Montag ja. bis Freitag so ein Arbeitstag, ja? Richtig.
Okay. Ja gut, dann freue ich mich da drauf. Aber haben Sie da vielleicht auch noch irgendwie ein Werbegeschenk von Ihrer Firma, wenn ich jetzt schon so viel bestelle? Habe ich zwei Packungen pro Programm geschickt. Und ich meine irgendwie einen Kugelschreiber oder so. Nein, haben wir nicht. Schade. Na gut. Okay, dann schönen Tag wünsche ich Ihnen und vielen Dank. Jo, tschüssi. Okay, tschüss. Das war's leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. In der nächsten Woche geht's schon direkt weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, abonniere gerne den Kanal, am besten gleich mit dem Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn's was Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.